Stop it. Willkommen, willkommen zum nächsten Part von Episode 25. Hallo. Hallo. Wir sind jetzt dabei in dem, was war Chemieunterricht irgendwie? Lissander. Mit Tomodachi. Als ich an der Schule ankam, traf ich Lissander, der gerade hineingehen wollte. Stopp! Lissander! Bleib stehen, mein Tomodachi. Hello, bitch. Nein, hallo Nami. Und bist du von den Chemie-Experimenten auch aufgeregt? Nope. Du kennst mich doch, ich bin nur so selten wirklich gestresst. Ja, stimmt. Ich hoffe jedenfalls, dass ich neben dir sitze. Das würde mich beruhigen. Ich hoffe jedenfalls, dass ich es schaffe, vor dem Unterricht den Artikel für Peggy fertig zu schreiben, sonst ist es zu spät. Ich hoffe jedenfalls, dass wir nicht nebeneinander sitzen werden. Unser Tisch sähe sonst aus wie ein Schlachtfeld. Boom. Also beim unteren geht's runter. Du arbeitest für die Schülerzeitung? Nicht wirklich, aber Iris, Rosa, Armin, Alexi und ich haben mit Peggy eine Art Wette abgeschlossen. Wir müssen ein interessantes Thema für die Schülerzeitung finden und im Gegensatz nimmt sie ihre Arbeit wieder auf. Hatte sie aufgehört zu schreiben? Ja, seitdem die Direktorin sie im Lehrerzimmer erwischt hat. Manchmal frage ich mich, ob Lissander wirklich auf dieselbe Schule geht wie ich. Ja, ich glaube, ich habe davon gehört. Und worum geht es in eurem Artikel? Darüber wollte ich erstmal lieber nicht reden. Das liest du dann direkt in der Zeitung. Ich lese keine Zeitung. Wenn ich daran denke, sie zu lesen. Wir haben die Schule betreten. Ich sollte lieber Alexi, Amel und die Mädchen finden, um den Artikel fertig zu schreiben. Oh, dann gehen wir mal. Such die Girlies! Wo sind sie denn? Oha. Entschuldigung. Ist schon okay. Oh Gott. Ich merke einfach, dass ich alt werde. Ach, du bist doch nicht alt. Doch, ich, oh Gott. Ich habe bald eine 3 vorne. Ah, da bist du ja endlich. Ich wusste nicht mehr, wo wir uns verabredet hatten. Hier, du dumme Kuh. Hast du an den Artikel gedacht? Nein. Ja, ja. Wenn wir uns jetzt dran setzen, sind wir bis zum Chemieunterricht fertig und können ihr Peggy geben. Du Leier. Dann lass uns mal loslegen. Der Artikel war leider alles andere als fertig. Jeder wollte etwas dazu beitragen und oft waren wir uns untereinander nicht einig. Das Schreiben hat länger gedauert als gedacht. Als wir gerade fertig waren, fing auch schon der Unterricht wieder an. Wir sollten uns lieber beeilen. Nimmst du den Artikel mit, Nami? Okay, in Ordnung. Geh in die Bio. Ich will aber nicht. Lass ihn explodieren. Oh. Wir haben den Raum so leise wie möglich betreten. Ich glaube, alle haben jetzt vor dieser Lehrerin Angst. Pudi. Ja, no. Okay. Hallo zusammen. Bevor wir diese zweite Unterrichtsstunde beginnen, möchte ich euch alle bitten, eure Kittel anzuziehen. Und das bitte leise. Danke. Alle Schüler fingen an zu flüstern, während sie ihre Kittel anzogen. Hey, ich muss mir da den Scheiß anziehen. Sexy Unterwäsche. Ja, ich weiß. Really sexy. Oh, hier diese Handschuhe, ey. naja. Alter! Was war denn? Warum lacht sie so? Pudi? Wegen den Handschuhen übermantelt. Ja, ich weiß. Ich bin stylisch, ja. Jetzt, wo alle fertig sind, werde ich die Auswertung des Tests bekannt geben. Oh, shit.
Alle haben die Luft angehalten. Erstickt. Nefengi bildet ein Team mit... Nee! Ja. Oh, scheiße. Gestraft. Ich habe Nefengi angesehen. Er wirkte nicht gerade begeistert. Mit der dümmsten vor allem. Ja, eben. Iris mit Alexi. Sie haben echt Glück. Wenigstens herrscht an ihrem Tisch gute Laune. Ich will auch mit Alexi. Ich auch. Lysander mit Carla. Das ist ja mal eine überraschende Kombination. Ich frage mich, wie sich die beiden wohl verstehen werden. Ich war außerdem gezwungen, eine Dreiergruppe zu bilden. Dazu gehören Peggy, Charlotte und Viola. Eine weitere Gruppe bilden Kenton und John Cena. Du Drecksau, du Elende. Wow. Ja. Das kam jetzt voll so. Eine weitere Gruppe bilden Kenton und Kastil. John Cena. Wow. Armer Kenton. Oh, ich hau dich noch mal an. Warum zur Hölle ist er da größer? Ja. What the fuck? Kendall wirkt etwas verunsichert. Kastil dagegen scheint ganz ruhig. Ich glaube, Mr. Delaney sollte ihren Test lieber noch mal überarbeiten. Er ergibt schon sehr merkwürdige Ergebnisse. Amber? Bitte, bitte, nicht ich. Nein, ich sag jetzt nicht John Cena. Das wäre nur zu schön. Ja, Armin. Armin hat den Mund geöffnet, als wollte er gerade protestieren. Aber Alexi hat ihm auf den Fuß getreten, damit er still wäre. Anstret. Armin und Amber, jetzt mal im Ernst, was soll das denn? Jedenfalls sind jetzt nicht mehr so viele Leute übrig. Nami mit Rosalia. Yay! Juhu! Und ich habe ihren Fuß. Scheiße. Pudi, verzeih mir. Was? Was ist denn? Nichts. Du bist dran. Achso, du hast das vorgelesen, ja. Hm? Ja. Nee. Verzeih mir. Nami mit. Nein. Rosalia. John Cena. Oh Mann. Alle sind John Cena. John Cena! Oh, das ist ja super. Ich habe mir ganz umsonst Sorgen gemacht. Rosa hat mich angegrinst. Im Gegensatz zu manch anderen hatten wir echt Glück. Und dann noch Kim und Melody. Dum, dum, dum. Na dann, könnt ihr euch jetzt neben euren Teampartner setzen. Weiter. Nö. Punkt, Punkt, Punkt. Und seid nebenbei bitte immer noch leise. Danke. Nö. Ich habe mich neben Rosa gesetzt. Yo. Gut, heute behandeln wir die Zusammensetzung von Aspirin. Ich verwende die Anleitung für das Experiment an... Ich werde die Anleitung für das Experiment an die Tafel schreiben und dann durch die Reihen gehen, um zu sehen, wie ihr zurechtkommt. Solange könnt ihr euch schon einmal die nötigsten Materialien nehmen. Jedes Team holte sich einen Glaskolben, einen Bunsenbrenner und ein anderes Material, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere. Die Lehrerin hat uns das Ziel des Experiments erklärt. Ich hatte Schwierigkeiten, alles zu verstehen. Das scheint ganz schön kompliziert zu sein. Wir sollten uns an die Anleitung an der Tafel halten, wenn wir das Ganze einigermaßen hinbekommen wollen. Es geht also darum, eine organische Synthese anhand einer vorgegebenen Versuchsanleitung durchzuführen. What the fuck? Talk. Achso, ja. Ja. Miss Delaney hat die Augen verdreht. Ja, ja. Achso, nee, das war ja Klopfen, genau. Ja. Ja, bitte. Mr. Farrells kam in den Raum. Es schien ihm unangenehm zu sein. Es tut mir leid, dass ich so ein Idiot bin.
zu mir leid, dass ich John Cena bin. Hallo, herein, und es ist John Cena! Oh, was ist aus dir geworden, John Cena, du Lulatsch? Es tut mir leid, dass ich sie mitten im Unterricht stören bin. Ich bin eben ein Noob, Mrs. Delaney. Ich bin ein Loser, meine Frau hat mich verlassen, meine Kinder wollen mich nicht sehen. Was gibt es denn? Spargel. Es geht um die Unterlagen zu ihrer Versetzung. Die Direktorin würde sie gerne sprechen und sie zusammenschweißen. Nein. Kann und das sie auf nicht ihre... sein, doch, dass wir gerade mitten in einem Experiment beginnen und... Honey, sprech mir nicht! Ich bemerke erst jetzt, dass Mr. Voreis pinke Augen hat. Ich glaube, sie möchte sie sofort sprechen. Was denn, er hat... Das sagt in meine Rabennase. Nein, seine Anni-Nase. Gut, ich hoffe, es dauert nicht lange. Sie hat sich zur Klasse umgedreht. Ihr könnt in meiner Abwesenheit schon mal die ersten drei Arbeitsschritte durchführen. Passt mit dem Essigsäuren Anhydrid auf. Er ist ätzend. Ihr solltet es nicht einatmen oder berühren. Aber ich will einatmen. Kiffen. Ein bisschen Spaß. Das tut so gut. Gibt es in dieser Klasse einen Klassensprecher? Nathaniel, die haben sich gemeldet. John Cena. Ja, John Cena. Sehr gut. Ich möchte, dass du, John Cena, eure Mitschüler im Kopf... Ich möchte keine böse Überraschung erleben, wenn ich wiederkomme. John Cena. Gnade dir Gott, John Cena. Sie hat den Raum mit Mr. Forrest verlassen. Ein Moment lang war es still im Raum, aber die Stille hielt nur ein paar Sekunden an. Alles oh, danke. John Cena! Oh Mann, das ist so schlecht. Seid bitte ein bisschen ruhiger. No! Wir wollen no. aber nicht. Ihr sollten anfangen zu arbeiten, wie Mrs. Delaney gefordert hat. Nein. No way. Das ist ja unmöglich. Wir sollen arbeiten, aber sie ist nicht mal da, um uns zu helfen. Ich mache ihr blödes Experiment bestimmt nicht. Oh mein Gott, Rosa. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich das alles alleine mache. Doch. Und warum nicht? Alle Zweiergruppen finden an zu diskutieren oder zu streiten. Nathaniel und Melody gaben es auf. Wir sollten lieber anfangen, oder? Wenn es sein muss. Alle füllt... füllt in den Trockenglas... was? füllt in den trockenen Glaskolben 5 Gramm Salicy... Was? Salicylsäure. Salicylsäure. Für mich ist das alles chinesisch. Wie? Du kannst das übersetzen? Nein, guck doch mal. Das da ist der Glaskolben. In welchen Flächen die Salicylsäure ist, müsste draufstehen. Wir haben uns bemüht, das Experiment zu beginnen, so gut wir konnten. Aber ziemlich bald kamen wir nicht mehr weiter. Die Anleitung war nicht besonders klar. Und dann waren wir offenbar nicht die Einzigen. Viele Schüler sind aufgestanden, um zu sehen, was die anderen machten. Wir sollten lieber nicht weitermachen, sonst machen wir noch irgendwas... John Cena. Sonst machen wir noch einen John Cena. Oh ja, Gott. Den Glaskolben. Wir sollten lieber nicht weitermachen, sonst machen wir noch irgendwelchen Unsinn. Warten wir lieber ab, bis Mrs. Delaney wiederkommt. Bist du sicher? Ich finde, wir sollten es zumindest versuchen. Es ist echt schwer, mit dir zu arbeiten. Ich habe den Eindruck, dir ist alles egal. Ja, außerdem unterhalten sich ja alle untereinander. Nicht gerade die beste Voraussetzung zum Arbeiten. Genau. Ich wusste nicht, warum das verboten sein sollte. Dann
laufe ich auch mal eine Runde herum. Ich bin neugierig, wie die anderen mit dem Experiment klarkommen. Zum Tisch von Kim und Melody gehen, zum Tisch von Iris und Alexi gehen. Bei Iris und Alexi kippt's da um irgendwie, gell? Es macht jetzt keinen Sinn. Ich geh mal zurück. Ich geh mal zu Kim und Melody. Einfach nur aus Neugier. Pudi, bitte sehr. Hm? Dein Text. Hm? Ja. Das bringt echt nichts. Solange Mrs. Delaney nicht da ist, kommen wir nicht weiter. Ich möchte den Bunsenbrenner lieber nicht benutzen. Ich habe Angst, etwas falsch zu machen. Und? Habt ihr es hinbekommen? Nicht wirklich. Bei dem Lärm kann man sich auch nicht so richtig konzentrieren. Also, ich geb's auf. Dann bin ich wohl nicht die Einzige. Kenton! Ich komme. Nee, war ja so klar, ne? Hey, na, komm schon. Hör auf zu sitten. Ich sitte auch gleich mal. Oh Mann. Dup, dup, du, da, da, da. Dup, dup, du, da, da. Na komm schon, hör auf zu zittern, sonst lässt du noch den Glaskolben fallen. Die Fresse da drüben. Bitch, please. Ich zitter nicht, okay? Lass mich. Kenton scheint sich nicht besonders wohl zu fühlen. Tiki, tick, tick. Kommst du, um uns zu helfen, flaches Brett? Halt die Schnauze! Der Herr, wie hast du sie genannt? Oh mein Gott. Beruhig dich. Ja, du denkst sogar dasselbe wie ich. Das ist Telekinese. Hey, beruhig dich mal, du Liebhaber für Arme. Das war nicht gemein. Doch, ein bisschen schon. Aber ich bin es ja von dir auch nicht anders gewohnt. Oh Gott. Und wie läuft es bei euch? Ich glaube, es läuft ganz gut. Klar. Vor allem, wenn man eine halbe Stunde lang mit den Händen in der Hosentasche daneben steht. Halt die Schnauze. Bist du schreit oder was? Echt mal! Kommst du her? Ich mach dich fertig! Hä? Was? Wolltest du was sagen? Hast du ein Problem? Damit? Bitch, please. Du übertreibst es wirklich, Kaste. Lass dir das doch nicht gefallen, Kente. Jeder hätte das. Das ist echt mies von dir. Was war nochmal neutral? Ich weiß nicht, aber das dritte ist nicht gut. Jo. Das dritte ist scheiße, da geht's voll runter. Das kann man wohl sagen. Oh. Tschüss. Arrivederci. Hey, schon gut. Bist du seine persönliche Leibwache oder was? Das ist nicht meine Schuld. Ich hatte das Gefühl, er wollte lieber allein arbeiten. Klar. Ach, die beiden, die werden irgendwann nochmal Freunde. Aber hey, Kenton hat ganz schön Eier in der Hose, oder was? Ja, genau, wie mit dem Vater. Oder? Wie mit dem Vater. Ja, aber das sag ich jetzt mal nichts. Ich gehe lieber woanders hin. Hier ist es mir zu stressig. Also in unseren RPG sind sie so schön Freunde. Ja, da in unserem RPG versteht sie sich besser. Ja. Peggy und Viola stehen in einer Ecke des Raums. Ja, Freunde sind sie noch nicht gerade, aber... Verstehen sich gut. Sie verstehen sich schon ganz gut. Zu Peggy und Viola gehen. Ich wünsche mir, dass sie jetzt wieder auch Freunde sind. Ah. Ich weiß, ich wünsche es mir nur. Und was macht ihr? Das wird, weiß ich nicht, ob das wird. Man hat uns netterweise unsere Plätze geklaut. Wir könnten also nicht arbeiten. Wir können also nicht arbeiten. Hm? Aber wer? Rate mal. Ich habe zum Dreiertisch hinübergeschaut.
Amber und Lee hatten sich auf die Plätze von Peggy und Viola gesetzt, um mit Charlotte zu quatschen. Die haben doch echt einen Knall. Es ist meine Schuld. Ich bin zu Alexi gegangen, um mit ihm zu reden, und Peggy ist mitgekommen. Das ist doch kein Grund. Wenn sie sich unbedingt unterhalten wollen, können sie das doch auch woanders tun. Und du hast recht. Ich werde ihnen sagen, dass sie da weggehen sollen. Das ist doch kein Grund, Streit anzufangen. Niemand wird Streit anfangen. Wir werden das hier wie erwachsene Menschen erklären. Peggy ist auf das teuflische Trio zugegangen. Entschuldigt, Mädels, aber Viola und ich würden uns gerne wieder auf unsere Plätze setzen. Könnt ihr woanders weiterreden? Ach so, ja. Oh, reg dich ab. Hier gibt es ja wohl genügend Plätze. Genügend Plätze. Ich wünschte mich. Ja. Oh Mann. Genau, ihr habt die Qual der Wahl. Schon gut. Kein Grund, sich aufzu... Was ist denn hier los? Setzt euch sofort wieder auf eure Plätze. Und ich habe das sofort zuvor gesetzt, deswegen sofort. Oje, der Spaß ist vorbei. Oh mein Gott. Ich bin zu meinem Platz zurückgegangen. Ich bin sehr von eurer Klasse enttäuscht. Ich hätte gedacht, dass ihr in eurem Alter vernünftiger wärt. Arbeitet bitte jetzt weiter. Nathaniel hat sich gemeldet. Bitch, please, what? Du bist der Schülersprecher, richtig? Ich hatte dich gebeten, die anderen zu beaufsichtigen, aber das scheint nicht deine Stärke zu sein. Bitch, halt die Fresse! Es tut mir leid, Miss Dunnane, aber die meisten Schüler hatten Probleme mit den einzelnen Schritten der Anleitung, deshalb die Unruhe. Können Sie uns die Arbeitsschritte noch einmal erklären? Nein. Miss Delaney hat ihn angesehen, als wäre er von allen guten Geistern verlassen. Sie hat die Anweisung noch einmal umformuliert, was uns leider auch nicht viel weitergebracht hat. Sobald sie mit ihren Erklärungen fertig war, ist sie plötzlich von Tisch zu Tisch gegangen, um zu sehen, wie weit wir waren. Als plötzlich... Oh, oh, oh. Was machst du denn da? Dreh sofort den Soundeffekt machen. Was? Darf ich den Soundeffekt machen? Klar, klar, klar. Dann was machst jetzt du kommt. Denn? Was machst du denn da? Dreh sofort die Flamme runter. Lass das! Du machst nur irgendwelchen Mist. Du! Es hat einen Moment gedauert, bis ich verstanden habe, was passiert war. Im Raum verbreitete sich dichter Qualm aus. Amber und Armin waren erschrocken und von ihren Stühlen aufgesprungen. Idioten. Miss Dunnane ist ganz blass geworden. Oh Gott, jetzt kommt Oh mein Gott! Kastil, so... Bestimmt so voll cool, so, yo. qualmt hier ein bisschen. bin ich ja nicht anders gewohnt. Mit meinen Zigaretten. Ich meine, bei mir explodiert so jeden Tag was. Oh Gott! Pudi! Nein! Oh mein Gott. Bitte, bewahrt bitte Ruhe. Wir werden den Raum evakuieren. Ich wollte sagen, ejakulieren. Oh, Pudi, was ist los? Schon spät, hä? Ejakulieren. John Cena? Ich weiß. Der Raum wurde immer dichter. Evakuieren? Ja, der Rauch wurde immer dichter. Bitte nicht rennen. Wir werden... Plötzlich ist der Feueralarm angegangen und hat erneut einen in Panik versetzt. Oh nein, das fängt an zu brennen. Klar. Tut's nicht. Aber das ist so süß für Cassie und Skritik. Und Lysando. Und allgemein alle. Ja. Mir ist aufgefallen. Er ist uns von hier verschwunden. Er verschwindet. Woody, wir müssen, glaube ich, das nochmal mit dem Lesen üben.
Mein Gehirn macht daraus andere Worte, you know. Ja, ich merk's irgendwie. Der Ding ist dann ejakulieren. Explodieren. Ja, komm, das hängt zusammen. Pimmelpflanze, was auch immer. Hier bleib ich keinen Moment länger. Ich bin ein Schniedel. Die Schniedel. Ich will noch nicht sterben. Carla war nicht die Einzige, die in Panik gerät. Viola hatte sich in den Ärmel von Peggy gekrallt und Iris hielt sich an Alexi fest. Sexy. Bitte bleibt ruhig und rennt vor allem nicht. 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 Scheiße. Ich weiß nicht, ob das so bei euch, bei Honey immer ankommt, aber bei mir kommt gar nichts an teilweise. Echt? Nee, teilweise kommt bei mir auch nichts an. Dann lese ich nochmal. Bitte bleibt ruhig und rennt vor allem nicht. Nastalene und er haben sich an die Tür gestellt und darauf geachtet, dass auch wirklich alle den Raum verließen. Ich will aber hier bleiben. Gratis Qualm. Lasst eure Sachen da und geht bitte alle auf den Hof. Nein. Sie hat auch graue Augen. Oh mein Gott, sie ist echt die Mutter von Castiel. Oh Gott, sag sowas nicht. Oh, stell dir vor, das ist deine Schwiegermutter. Oh Gott, no. Oh, das wäre geil. Oh mein Gott. Komm, Nami. Ich bin aufgestanden. Ich war Boah, aber die Mutter von Kasti so als Schwiegermutter ist bestimmt voll die geile Schwiegermutter. Ich stelle mir die Schwiegermutter von Armin und so geil vor. Alter, ja.